Was ist das wichtigste Tool im Selbstmanagement? Es ist nicht der Task Manager, es ist nicht die digitale Aufgabenliste, nein. Und es ist auch nicht irgendeine Produktivitäts-App, ein Produktivitätstool, nein. Es ist ganz einfach, ganz simpel. Es ist der Kalender. Warum ist das so? Im Kalender, da wird die wichtigste Ressource, die wir überhaupt haben, verwaltet. Unsere Zeit. Unsere Zeit ist die wichtigste Ressource, weil die können wir nicht aufsparen, die können wir nicht wiedergewinnen. Ist die Zeit einmal verflogen, dann ist sie für immer weg. Deshalb müssen wir unsere Aufmerksamkeit den Kalender schenken und dort Struktur reinbekommen und so unsere Selbstmanagement, unsere Selbstführung wirklich verbessern. Mein Tool dazu ist die ideale Woche und die stelle ich hier in dem neuen Selbstmanagement 101 einmal vor. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und wenn ihr dafür Zeit haben wollt, für eure wirklich wichtigen Dinge, dann bringt Struktur in euren Kalender. Führt keine Aufgabenlisten, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich persönlich kenne keine Unternehmerin, kein Unternehmer, keine Führungskraft, die langfristig, wirklich langfristig, mit einer Aufgabenliste, mit einem Taskmanager klarkommt. Ich habe sie alle probiert und ich kann sagen, ja, sie bringen kurzfristig Entlastung, weil man mal alles reinschreibt. Aber wenn es wirklich langfristig, um langfristige Ruhe, langfristigen Fokus geht, da ist der Kalender unschlagbar. Und die ideale Woche ist das Tool, um da Struktur reinzubringen. Ganz kurz zu Begrifflichkeiten. Diejenigen, die mir schon länger folgen, die werden von mir den perfekten Kalender kennen oder die perfekte Woche. Die ideale Woche, die ich hier vorstelle, ist genau das Gleiche, nur ein anderer Name dafür. Weil perfekte Woche, perfekter Kalender, das klang immer so nach Druck, Stress, es muss perfekt sein, aber das kann es ja gar nicht. Nichts ist perfekt, wir schon mal gar nicht und unsere Zeitplanung auch nicht. Und da habe ich überlegt, es muss einen entspannteren Namen geben und da ist mir die ideale Woche eingefallen. Also, die ideale Woche ist das gleiche wie der perfekte Kalender von früher, nur entspannter halt vom Namen her. So, was ist das denn jetzt genau so eine ideale Woche? Ich mache mir mal Gedanken darüber, wie sähe meine Woche aus, wenn ich der Einzige wäre, der über die Zeit oder meine Zeit bestimmen könnte. Ein Paradoxon, weil eigentlich sind wir es ja, die Einzigen, die bestimmen können, aber wir lassen uns oft fremd bestimmen. Vor allem sind wir da oft nicht strukturiert, ein bisschen chaotisch. Dann ist das Mitarbeitergespräch, das nächste Meeting steht an, zwischendurch nochmal ein paar E-Mails beantworten, das eine Angebot schreiben, noch reinschieben und so geht es hin und her und so verfliegen die Tage in diesem Chaos. Hier noch was, da noch was und mal eben hier reinschieben und das ist nicht gut. Das stresst. Das gibt nicht keinen Fokus und vor allem keine Ruhe. Und da sitzt die ideale Woche an. Ich überlege mir als erstes mal, welche Aufgabenfelder, welche Verpflichtungen, welche Termine habe ich, die alle irgendwie dasselbe Mindset, denselben Fokus und vielleicht auch dieselbe Umgebung brauchen? Ganz einfache Dinge können das sein. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind noch im Vertrieb unterwegs, also Vertriebstermine ist was. Angebote schreiben, Angebote nachfassen. Ja, solche Dinge können das sein. Sport ist es bei vielen. Wir müssen Zeit für Sport haben, auch das müssen wir aufschreiben. Vielleicht Familienzeit. Meetings kann ein Oberthema sein, vielleicht aber auch Mitarbeitergespräche. Bei mir persönlich ist es Content erstellen, dieses Video hier, meine Podcasts, aber auch meine Texte, die schreibe ich alle donnerstags, da habe ich mir einen Blog in den Kalender gesetzt für Content erstellen. Das ist in meiner idealen Woche, jetzt greife ich aber schon vor. Aber das überlegen wir uns mal, was sind solche Aufgaben, die man zusammenfassen kann, sodass man nicht immer hin und her gerissen wird. Ich kenne Unternehmer, die haben sich einen Tag in der Woche immer blockiert als Unternehmertag. Ja, da geht die Unternehmerin hin, fährt gar nicht mehr ins Büro, sondern sagt, hier arbeite ich nur noch an meinem Unternehmen statt im. Einen Tag die Woche. Und da macht man dann strategische Dinge. Sowas auch, das gehört auch in diese Liste. Und wenn ich jetzt diese Liste von meinen Aufgabenbereichen, Verpflichtungen und sowas erstellt habe, dann überlege ich mir, wie sortiere ich die jetzt ein? Wie packe ich die zusammen? Und so strukturiere ich dann meinen Kalender. Und das gilt als Blaupause
jetzt für alle kommenden Wochen. So sollte das sein. Meetings immer nur in dem Bereich, wo ich Meetings gesagt habe, Coachings in dem Bereich, wo Coachings stehen und, und. Und um ihr da mal, damit ihr da mal ein Gefühl kriegt, zeige ich euch jetzt hier mal, blende ich mal meine ideale Woche ein. Die habe ich jetzt gerade diesen Sommer neu gemacht in der Sommerpause. Es hat sich bei mir wieder was verändert und ihr seht hier, da ist richtig Struktur drin. Was erstmal auffällt, ist natürlich die Fokuszeit, ne? Dass ich die meisten Tage mit einer Fokuszeit in den Tag starte. Ja? Das ist ja das, da mache ich die wichtigste Aufgabe des Tages. Zur Fokuszeit gibt es hier schon eine Selbstmanagement 101-Folge, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Könnt ihr euch da angucken. Ne? Aber dann sind meine Sportblöcke, 3-4 Sportblöcke in der Woche, wenn man den Sonntag mit dazu nimmt, wo ich wirklich Sport mache. Dann habe ich extra was für Status-Meetings, ja, wo ich mit meinen Firmen einmal die Woche die abhole und wir uns gegenseitig auf Stand bringen. Wie sieht es denn jetzt aus? Weil wir haben ja kein Büro mehr, sondern wir tauschen uns ja nur noch online aus. Dann habe ich die Mitarbeitergespräche fest terminiert für Montag Nachmittag. Dienstags mache ich Coachings, ja, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich betreue, die ich in Manndeckung habe, sage ich ja immer. Ja, und ich habe mir dann, ne, weil ich habe ja 2 Startups gegründet in den letzten 2 Jahren, das Zaunteam, da sind wir Franchise-Nehmer, gemeinsam mit meinem Sohn von dem Schweizer Zaunteam Franchise, haben wir ja eine Lizenz gekauft. Um das kümmere ich mich immer donnerstags vormittags, da bin ich bei ihm im Büro, da gehen wir wichtige Dinge durch, Zahlen, Daten, Fakten, aber auch Sachen im Tagesgeschäft. Und das Gleiche gilt für Ono, das ist freitags vormittags, das ist ja mein neuer Garten- und Landschaftsbau. Auch da habe ich jetzt ein bisschen Fokus drauf gelegt. Und ihr seht, so bekommt die Woche Struktur. Und ich lade euch ein, das auch mal zu machen. So einen Vordruck, wie ihr ihn da gesehen habt, den gibt es unter larsbobach.de/downloads. Da könnt ihr euch den runterladen. Aber wenn ihr richtig eintauchen wollt, möchte ich euch hier noch meinen großen Selbstmanagement-Online-Kurs Dein bestes Jahr ans Herz legen. Da gibt es, ich meine, 6 oder 7 Videolektionen nur zur idealen Woche, wo ihr dann lernt, wirklich richtig die ideale Woche zu strukturieren und natürlich noch ganz, ganz viel anderes. Aber ihr könnt es euch runterladen und einfach mal selber probieren. Jetzt noch 2 ganz wichtige Tipps zum Schluss. 2 wichtige Tipps. Der eine ist, seid nicht perfektionistisch. Was glaubt ihr, wie oft diese ideale Woche bei mir im Monat funktioniert? Jede Woche? 1 bis 2 Mal, 1 bis 2 Wochen im Monat sehen bei mir so aus, wie ich sie eben gezeigt habe. Öfters nicht. Da sind mal Workshops kommen dazwischen, Seminare, die ich halte, Vorträge, die ich halte und solche Sachen. Das passiert, dann geht das halt nicht. Aber es hat an den anderen 2 oder 3 Wochen funktioniert. Und auch in der Woche, wo es vielleicht mal nicht funktioniert, hat es an den anderen Tagen auch funktioniert. Und da müsst ihr gnädig mit euch sein. Also nicht, wenn es jetzt mal nicht funktioniert hat, direkt sagen, boah, das funktioniert alles nicht, ich kann das eh nicht und dann wieder wegtun. Nein, feiert eure Erfolge, wenn es auch erstmal nur eine Woche im Monat ist, die so funktioniert, dann feiert das. Also seid da gnädig mit euch, feiert eure kleinen Erfolge. Und das zweite Wichtige ist, erneuert die ideale Woche regelmäßig, mindestens alle 6 Monate. Alle 6 Monate solltet ihr die erneuern, weil unser Leben ist so agil, so schnelllebig, da müssen wir immer wieder Anpassungen machen und das ist nicht nur bei mir so, das wird bei euch genauso sein. Deshalb alle 6 Monate spätestens mal überarbeiten, nochmal drüber gucken und mal neu strukturieren. Und meine Empfehlung ist auch, und wenn es mal wieder ganz dicke kommt und ihr merkt, das funktioniert überhaupt nicht, geht nochmal in die ideale Woche und packt da wieder ein bisschen Struktur in euren Kalender. Ja, Fragen dazu gerne natürlich hier unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an akademie@larsbobach.de mit eurer idealen Woche. Die würde mich wirklich super interessieren. Ich kriege die oft von Unternehmern zugeschickt oder Unternehmerinnen. Gerne schreibt mir die mal, schickt mir mal euren Vordruck. Das finde ich super spannend. Da kam zum Beispiel ein Unternehmer, der hat mir den mal geschickt, der hat 2 feste E-Mail-Blöcke. Jeden Tag in seinem Kalender, weil er kriegt so viele E-Mails und der hat ja gesagt, da muss ich mir Zeit einplanen dafür. Aber ich mache wirklich nur die 2 und danach mache ich meinen E-Mail-Eingangskorb, meine E-Mail-App zu und gucke nicht mehr rein. Aber er hat sie als festen Termin in seiner idealen Woche mit drin. Deshalb, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da was schickt. Ich gucke mir das gerne an, gebe auch gerne ein Feedback dazu. Schreibt das an akademie@larsbobach.de. Ja,
Fragen in die Kommentare. Ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.